Wir sind heute hier, um ein Zeichen der Solidarität gegen Corona und rechte Hetze, gegen die sogenannten Querdenker zu setzen, einer neuen rechten Straßenbewegung unter Beteiligung von Corona-Wutbürgern, Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen, Rassistinnen, Islamfeindinnen, Antisemitinnen, Holocaust-Leugnerinnen und Nazis jeder Couleur. Auch in der Pandemie das Recht auf Versammlungsfreiheit einzufordern, ist richtig und wichtig. Dabei den Holocaust zu relativieren, gehört energisch unterbunden. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Es ist natürlich wichtig, dass wir jede Grundrechtseinschränkungen hinterfragen. Wir leben in einem Krisenzustand mit vielen Gesichtern. Nur eine davon heißt Corona. Corona offenbarte die offenen und verdeckten Krisen unserer Gesellschaft. Im Krankenhaus, in den Schlachthöfen und in den Amazon-Logistikzentren. Während die Bundesregierung für die Wirtschaft mal eben schnell Hilfspakete in Milliardenhöhe locker macht, gibt es für Ärztinnen, Krankenhauspersonal und Pflegekräfte statt einer vernünftigen Bezahlung gerade mal einen Applaus von dem Balkon aus. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeite tatsächlich zurzeit auf einer Covid-Isolationsstation. Also es ist schon eine sehr abstruse Situation, wenn Ihnen jemand bewusst machen will, dass das, was Sie jeden Tag mit Ihren eigenen Augen auf Arbeit sehen, einfach nicht stimmt. Ist halt nicht so. Also wenn euch jemand fragt, wer ist Anselm Lenz, dann sagt ihr ich. Während immer wieder Stay Home propagiert wird, prügeln Berliner Cops Menschen aus dem queer-feministischen Hausprojekt Liebe 34 und zuletzt auch obdachlos und wohnungslose Menschen aus einem seit Jahren leerstehenden Haus in der Habersatzstraße in Mitte. Statt hier also die Möglichkeit bereitzustellen, tatsächlich zu Hause zu bleiben, werden Menschen auf die Straße gesetzt oder ihnen das Dach über dem Kopf verweigert. Deutlicher kann die Berliner Regierung gar nicht machen, dass es ihr nicht um Gesundheit aller Menschen geht, sondern darum, Kapitalinteressen zu verteidigen. Deutschlands sogenannte Sicherheitsbehörden haben ein gewaltiges Nazi-Problem. Sehr oft lesen und hören wir von Nazis in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Justiz. Dass unter den Augen dieser Politikerinnen eine neue rechte Massenbewegung entstehen konnte, uns wundert das nicht. Jeder Einzelne von uns ist auf ganz unterschiedliche Weise davon betroffen. Und darum auch nach dem Ende der Weltinfektion über Möglichkeiten unserer Selbstbeschränkung nachzudenken. Wir wünschen uns darum innerhalb der bestehenden Globalisierung die Glomalisierung, OMA. Dann hoffen wir, dass hier heute kein Schwurbel auftaucht, obwohl gar kein Schwurbel ist natürlich auch eine Verarsche. Das heißt, dass die ihre Leute unter Kontrolle haben. Ja? Sie haben ja abgesagt und gesagt, wir machen jetzt Winterschlaf. Wenn jetzt niemand demonstrieren geht von denen, das ist auch ein deutliches Zeichen. 2020 wird uns allen wahrscheinlich als ein beschissenes Jahr in Erinnerung bleiben. Es war geprägt von Physical Distancing, finanziellen Nöten und generellen Zukunftsängsten. Ich freue mich sehr, dass mit dieser Demo versucht wurde, eine linke Sprache zu der Krise zu finden, die eben weder noch sagt, weder diese Verschwörungsmystiker noch eine Staatsgläubigkeit. Es muss irgendwas ganz anderes geben, glaube ich, um aus dem Desaster herauszukommen. Wenn ich gefragt werde, ob Verschwörungsheini oder staatskonform, sage ich einfach weder noch.